Dieter, 65 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Dieter. Ein heißes Thema. Ja. Ich bin in die Türkei geflogen. Ja. Und zwar über Ögürtürs nach Antalya und habe mir dort auf Benennung des Reiseleiters in einem Unternehmen einen Brillantring gekauft. Mhm. Und zwar ein wunderschöner Ring. Aber es gab einen großen Irrtum, die haben den Stein, nachdem ich mein Ja zu dem Ring gegeben hatte, ausgetauscht. Oh. Und irgendwie im Hinterstübchen, ganz schnell. Ja. Und ihn ersetzt mit einem ähnlich aussehenden Plastikding oder sowas? Nein, kein Plastik. Naja gut, aber irgendwas schon, wert. Es ist schon ein Brillant, Jürgen, aber es war nicht der, der drin war. Der war ursprünglich rot. Und hinterher war er fad. Aber das hast du doch dann eigentlich sehen müssen. Nein, sofort. Nein, eben nicht. Wie kam das? Ich habe es dort gesehen. Es ging alles ruckzuck. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Lass mich zwischendurch fragen, wie teuer der Ring eigentlich sein sollte, wie viel du bezahlt hast. Das sollte kosten 7.000, ich habe bezahlt 5.500. Und wie viel Wert hat dieses Ersatzsteinchen? Keine Ahnung. Also, aber nicht viel Wert? Nicht viel Wert. Nein. Also der Brillant ist kein Brillant in dem Sinne, ein miserabler Schliff. Aber Jürgen, die Geschichte geht ja noch weiter. Ich hatte einen Ring auf dem Finger, als ich dorthin geflogen bin. Und diesen Ring, sagte er, machen wir als Service, Gratisleistung, machen wir den schön neu blank und reinigen ihn, dass der Stein auch glänzt. Jürgen, auch den Stein haben diese Schweineleute ausgewechselt. Und das hast du auch nicht gemerkt, Jürgen? Ich habe das dort nicht bemerkt. Wann ist denn für dich der ganze Schwindel aufgeflogen, als du wieder in Deutschland warst? Als ich in Deutschland war, bin ich zu meinem Juwelier gegangen und habe ihm meinen Ring gezeigt, den ich mir in der Türkei gekauft habe. Das ist eine Stelle, wo du kaufen kannst, ohne dass Mehrwertsteuer fällig wird. Ich wollte gerade fragen, wie kommt man auf die Idee, nach Antalya zu fliegen, um sich dort einen Brillantring zu kaufen? Ja, ja. Deshalb. Nein, das war der Reiseleiter von Ögürtürs, der hat uns den Tipp gegeben. Gut, aber der wird auch nicht schuld daran sein. Und das hat diese Reiseveranstaltungsfirma trägt daran ja keine Schuld. Nein. Das müssen wir klar sagen, nicht, dass das ein Eindruck entsteht. Er wird wahrscheinlich auch seine Provision bekommen, wie über alles, was diese Reiseleiter empfehlen. Ja. Aber bitteschön. Aber er hat mit dem, wir wollen nochmal klar sagen, er hat mit dem Betrug nichts zu tun. Und die Firma auch nicht. Nein, gar nicht. Ja, ein paar tausend Mark futsch, ne? Ja, auf jeden Fall bin ich zur Ehrenstraße gefahren in Köln und habe voller Stolz meinen Ring gezeigt. Da sagt er mir also, das ist absoluter Bluff, das ist nicht. Jürgen, also Geschichte. Keine weiten Ausflüge bitte mehr, um Brillanten zu kaufen. Ja. Und du brauchst mich auch nicht zu deiner Heite vermitteln. Ich habe es inzwischen überwunden. Das glaube ich. 10.000 Mark, die ich hier in den Sand gesetzt habe. Aber du bist ein Freund des Brillanten, oder? Ja. Auch ein interessantes Thema, können wir jetzt leider nicht vertiefen. Ich sehe das. Es aber ist deine Zeit, du musst abhalten. Die ist jetzt rum, genau. Aber wir haben ja das Wichtigste alles noch austauschen für können. Dich und mach so weiter. Für dich deine auch. Die Sendung ist gut. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Kerstin Klinger. Morgen haben wir wieder eine Freitemennacht. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Dann könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema. Und wie immer könnt ihr uns morgen auch schon ab 0 Uhr erreichen. Unter der bekannten Nummer 0800 5678 111. Gute Nacht, schöne Nacht und einen schönen Tag morgen auch. Dann bis morgen. Ciao.